Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrophotocast. Heute mal wieder ein Software-Tutorial. Es gibt ein neues Plugin von Russell Crowman für die Software PixInsight. Das Ding heißt Blur Exterminator, dient dazu, Details aus Astroaufnahmen herauszukitzeln. Und darum geht es in diesem Video. Ja, wie gesagt, ich möchte euch heute eine Anleitung geben für das Plugin Blur Exterminator, was es ja seit wenigen Wochen erst gibt für die Software PixInsight. Es gab viele Diskussionen um dieses Plugin und in diesem Video möchte ich nicht darüber sprechen, also keine Diskussion anzetteln, sondern wirklich eine reine Bedienungsanleitung hier zur Verfügung stellen. Ich werde gegebenenfalls ein zweites Video machen, wo wir dann mal diskutieren oder wo ich meine Meinung dazu sage und so ein paar Denkanstöße gebe, werdet ihr sehen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Ich werde mir auch in Zukunft nochmal Alternativen hierzu anschauen, denn das Plugin kostet Geld, kostet knapp 100 Euro. Nicht jeder von euch hat PixInsight und möchte aber vielleicht doch die Möglichkeiten haben. Es gibt nach wie vor die, ich sag mal, traditionelle, klassische Deconvolution. Da habe ich auch für PixInsight vor 4 Jahren schon mal ein Video zugemacht. Ich werde mich in Zukunft nochmal darum kümmern. Es wird gerade daran gearbeitet, dass es für die Software Siri bald eine Deconvolution geben soll. Es gibt für diverse andere Softwares aber auch die Möglichkeit, eine Deconvolution durchzuführen, werde ich mich in den nächsten Wochen nochmal intensiv drum kümmern und ja, hier gegebenenfalls dann euch mit Informationen versorgen, Videos, Anleitungen versorgen. Also wer jetzt kein PixInsight hat oder sich nicht dieses Plugin kaufen möchte, der steht nicht dumm da. Dafür werde ich schon irgendwie sorgen. Auch auf unserem Discord-Server Dark Matters wird das Thema natürlich diskutiert und auch da haben wir schon angefangen, nach Alternativen zu suchen, daran zu arbeiten. Wenn ihr bei Discord seid oder euch das interessiert generell, dann besucht uns doch auch da. Dark Matters heißt, wie gesagt, unser Discord-Channel. So, ich halte mich hier in diesem Video streng an die Dokumentation von Russell Crowman. Der hat da eine lange Dokumentation geschrieben und das Video wird nicht so lang, keine Sorge. Aber ja, was da drin steht, irgendwie, da kann man sich erstmal dran halten. Ich werde hier in diesem Video keine eigenen Experimente oder irgendwie sowas in der Art machen. Ja, zunächst mal zu den Voraussetzungen, Hardware- und Softwaremäßig. Wie gesagt, Blur Exterminator ist nur für PixInsight erhältlich. Ich sage nur im Moment. Vielleicht gibt es das demnächst auch mal für andere Softwares, aber eigentlich klingt so, als hätte Russell Crowman nicht vor, das zum Beispiel für Photoshop oder Affinity rauszubringen. So, dann braucht ihr die aktuellste Version am besten von PixInsight. Ich glaube, das ist die Version 1.8.8.9. Ja, ihr braucht selbstverständlich eine Lizenz, müsst die Software also erworben haben und ihr könnt den Blur Exterminator erstmal ausprobieren, 30 Tage, dann gibt es eine Trial-Lizenz. Funktioniert komplett, ja, aber nach 30 Tagen funktioniert es dann eben nicht mehr, dann müsstet ihr es kaufen. Derzeit kostet das Plugin so knapp 100 Euro. Ihr braucht einen relativ modernen Rechner, der in der Lage ist, diese rechenintensiven Dinge, das sind neuronale Netzwerke, die dort irgendwie arbeiten, die dort rattern. Ihr solltet also einen modernen Computer mit einer modernen CPU haben, der in der Lage ist, der dabei nicht in die Knie geht. Das ist schon sehr rechenintensiv alles. Betriebssysteme, ihr braucht entweder Windows 10 oder höher, ihr braucht macOS 10.14, glaube ich, 10.15, habe ich gerade nachgelesen, ja, oder höher und ihr braucht Linux Ubuntu 18.04. Das Plugin könnt ihr dann runterladen und installieren. Wie das geht, zeige ich euch jetzt am Rechner. Ihr geht auf die Seite rc-astro.com und könnt dann hier den Blur Exterminator anklicken, gleich der erste Eintrag und dann kommt ihr auf die nächste Seite. Dort könnt ihr jetzt auswählen, ob ihr eine Free Trial haben wollt, also 30 Tage testen wollt oder unter Purchase könnt ihr gleich auch das Ding kaufen. Kostet, ich habe gar nicht genau nachgeguckt, knapp 100 Euro. Wenn ihr jetzt da draufklickt, dann zum Beispiel auf die Free-Trial-Version, dann müsst ihr unten eure E-Mail-Adresse eingeben, dann natürlich mit Submit bestätigen und dann bekommt ihr in eurem E-Mail-Postfach eine E-Mail mit den weiteren Anweisungen drin. Wenn ihr dann dem Link in der E-Mail wiederum folgt, dann gelangt ihr zu dieser Seite hier,
bekommt ihr euren License Key und die E-Mail-Adresse, das ist quasi Benutzername, License Keys, Passwort. Die eigentliche Installation des Plugins funktioniert dann in der Software PixInsight selber. Ihr könnt hier bequem über die Buttons aber hinter diesem License Key und hinter der E-Mail-Adresse diese in die Zwischenablage kopieren und dann in PixInsight bequem eingeben. In der Software PixInsight geht ihr jetzt unter Updates, Resources, Manage, Repositories, dann auf diesen Plus-Button und dann gibt ihr hier eine Webadresse ein und die habt ihr mit der E-Mail bekommen. Wenn ihr in der E-Mail auf einen Link klickt, dann findet ihr hier diese folgende Webadresse. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr jetzt das Update ausführen. Dazu wählt ihr hier Check for Updates. Jetzt wird das Plugin runtergeladen oder generell das, was da an Adressen hinterlegt ist, wird jetzt abgefragt. Dann könnt ihr das hier jetzt zum Beispiel einfach nochmal bestätigen und dann werden die Updates installiert. Ihr müsst jetzt die Software PixInsight schließen und dann erneut öffnen und dann werdet ihr schon merken, da kommt so eine kleine Abfrage nochmal und das ist der Prozess, wo dann die Updates installiert werden und nach dem erneuten Öffnen ist dann auch der Blur Exterminator verfügbar. Unter Processes findet ihr jetzt alphabetisch den Blur Exterminator, öffnet den, dann müsst ihr auf dieses Werkzeugsymbol klicken und hier gibt ihr jetzt eure E-Mail-Adresse und euren License-Code ein, ja, den ihr eben irgendwie von dieser Seite dann bekommen habt und ganz bequem mit diesen Copy-Tasten hier eingeben könnt. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die eure Bilder erfüllen sollten, um dieses Plugin benutzen zu können. Erste Voraussetzung ist, die Bilder sollten linear sein. Das heißt, wenn das Bild gerade gestackt wurde, dann ist es noch linear, es ist noch nicht gestretched. Ja, und das Bild sollte also gerade eben gestackt worden sein. Es sollte noch nicht viel dran gemacht worden sein. Ihr könnt die Gradienten entfernen mit DBE, ABE, mit PixInsight oder mit Grexpert. Das ist auch noch eine gute Sache, vorher vielleicht zu erledigen. Ihr könntet auch noch eine Farbkalibrierung zum Beispiel mit SPCC machen in PixInsight. Es ist allerdings auch zu überlegen, ob er das nicht danach macht. Probiert es einfach mal aus, was besser ist. Es gibt ein paar Leute, die sagen, dass durch dieses Blur Exterminator leichte Farbverschiebungen kommen. Die mussten dann nochmal diese SPCC im Anschluss durchführen. Ja, warum soll man das im Linearen machen? Grundsätzlich auch die klassische Deconvolution macht man im Linearen, weil diese Sterne herangezogen werden in den Bildern, um die sogenannte Point Spread Function zu bestimmen. Und ja, die sollte nicht schon irgendwie alteriert, also verformt sein in irgendeiner Form durch ein Stretching, durch irgendwelche anderen Bildbearbeitungsmethoden. Jetzt haben Leute das schon ausprobiert und haben gesagt, ja, es funktioniert aber auch mit nicht-linearen Bildern. Ja, jede Deconvolution funktioniert auch irgendwie mit nicht-linearen Bildern. Ihr bekommt auf jeden Fall irgendwie ein geschärftes Bild nachher. Aber ob das dann wirklich mathematisch sauber ist und ob nicht doch irgendwo Artefakte in den Bildern sind, das kann man nicht mit Sicherheit sagen, weil diese Point Spread Function, die aus den Sternen extrahiert wird sozusagen, die muss idealerweise, darf die noch nicht angerührt sein. Auch ein weiterer Grund könnte sein, dass hier dieses neuronale Netzwerk mit linearen Daten gefüttert wurde, daran trainiert wurde und dann kann es natürlich passieren, dass jetzt mit nicht linearen Daten da irgendein Murks rauskommt. Ja, nur allein die Tatsache, dass ihr das ausprobiert habt und ihr trotzdem ein geschärftes Ergebnis bekommt, ist noch nicht der Beweis dafür, dass es mit beidem funktioniert. Wie gerade gesagt, es sollten auch keine anderen Bildbearbeitungen vorher gemacht worden sein. Zum Beispiel sollte auf gar keinen Fall vorher entrauscht werden. Die Bilder sollten übrigens auch im 32-Bit Floating Point Format vorliegen und auch, wenn ihr unbedingt meint, ihr müsstet die Bilder vorher schon stretchen mit der Histogram Transformation, dann bitte anschließend auch immer noch mit 32-Bit Floating Point arbeiten und nicht nach 16-Bit konvertieren. Ansonsten kann es zu, ich hätte beinahe gesagt, Strömungsabrissen, nee, wie nennt man das, Tonwertabrissen kommen. Ja, ist einfach nicht optimal. Der Blur Exterminator benötigt die Sterne, habe ich gerade schon gesagt, es wird die PSF berechnet aus den Sternen, ob das jetzt wirklich so passiert in Blur Exterminator sei mal noch dahingestellt, aber in der Dokumentation steht es nun mal, ihr solltet also nicht vorher die Sterne entfernen. Wenn ihr meint, ihr müsstet unbedingt die Sterne entfernen, dann gibt es ein Häkchen Automatic PSF, das müsst ihr dann abwählen. Ich werde nachher dieses Häkchen aber auch nochmal erklären, dann gehe ich da nochmal kurz drauf ein.
Das gleiche gilt für Aufnahmen mit sehr langen Brennweiten. Wenn in dem Bild zum Beispiel Bereiche sind, wo gar keine Sterne jetzt plötzlich sind, dann kann Blur Exterminator auch durcheinander kommen. Dann wäre es eventuell auch sinnvoll, dieses Häkchen wegzunehmen. Sage ich aber gleich nochmal was dazu, wenn wir zu diesem Menüpunkt eben kommen. Eure Aufnahmen sollten gut gesampled sein, also well sampled sein. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, eine Deconvolution an undersampleden Bildern zu machen. Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Teleobjektiv und sehr großen Pixeln arbeitet, 200 mm an einer Canon 6D oder irgendwie sowas, macht es keinen Sinn, eine Deconvolution durchzuführen, weil ihr gar nicht genug Details habt, die ihr da irgendwie noch schärfen könntet. Hingegen ist es gut, wenn die Bilder leicht oversampled sind, aber sie sollten auch nur in einem gewissen Maße oversampled sein und nicht sehr stark oversampled sein. Es macht ohnehin keinen Sinn, Bilder ganz stark zu oversamplen. Dann muss man das Bild ein bisschen runterrechnen, also resamplen. Und das schreibt der Russell Crowman auch in der Anleitung, dass es sozusagen ein Limit gibt von, ich glaube, 8 Pixeln oder irgendwie sowas, die nicht überschritten werden sollen. Idealerweise sind eure Aufnahmen also well sampled oder leicht oversampled. Dann sollten eure Aufnahmen über ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis verfügen. Es ist unmöglich, physikalisch, mathematisch unmöglich, Daten zu rekonstruieren aus dem Rauschen heraus. Das kann keine Software, kann auch Blur Exterminator nicht. Ja, also eure Aufnahmen sollten gutes Signal-Rausch-Verhältnis haben, gut durchbelichtet sein, also nicht irgendwelche total verrauschten Aufnahmen benutzen und dann Großes erwarten. Natürlich bekommt ihr ein Ergebnis, ja, aber das Ergebnis ist vielleicht einfach, ja, nicht wirklich naturgetreu, möchte ich mal sagen. Es gibt in der Astrofotografie nur eine Möglichkeit, ein besseres Signal-Rauschverhältnis zu erlangen. Das ist nämlich entweder unter dunklerem Himmel fotografieren oder länger belichten. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Wie schon gesagt, ihr dürft die Bilder vorher nicht irgendwie entrauschen. Das ist einfach nicht das Gleiche. Es scheint so, als würde Blur Exterminator Stand heute, also Anfang Januar, besser mit Farbbildern funktionieren. Weil hier auch Korrekturen gemacht werden in den einzelnen Farbkanälen. Es können zum Beispiel chromatische Operationen, solche Sachen herausgerechnet werden. Das scheint der Grund zu sein. Heute Morgen aber, bevor ich hier dieses Video aufgenommen habe, gab es irgendwie eine neue Firmware, hätte ich beinahe gesagt, oder eine neue AI-Version. Und damit soll es jetzt irgendwie doch möglich sein, das auch am Luminanzkanal zu machen, also wenn ihr mit Monokameras arbeitet. Ansonsten war der Vorschlag von Russell Crowman, dass man das separat macht, einmal in den RGB-Bildern, also im bereits synthetisierten RGB-Bild und im L-Kanal separat. Ja, ich weiß nicht genau, wie da jetzt der Stand der Dinge ist. Wie gesagt, heute Morgen kam noch irgendwie eine neue Version raus. Eure Daten sollten von guter Qualität sein. Ja, natürlich bekommt ihr auch ein Ergebnis, wenn eure Aufnahmen von schlechter Qualität sind. Dann werdet ihr auch eine Verbesserung erfahren. Aber ja, die meiste Verbesserung erfahrt ihr, wenn per se die Aufnahmen schon gut sind. Also ihr könnt damit nicht irgendwie jetzt Aufnahmen retten, die komplett aus dem Fokus sind, die wo ihr einen kompletten Tilt oder irgendwie sowas drin habt oder Nachführfehler. In einem gewissen Maße korrigiert Blur Exterminator alle diese Sachen, aber eben nur in einem gewissen Rahmen. Und ja, besser ist einfach besser. Je besser eure Daten sind, desto besser wird das Ergebnis auch, was am Ende rauskommt. Wir gehen jetzt an den Computer und da zeige ich euch dann, wie das Plugin funktioniert. Wir befinden uns hier jetzt in der Software PixInsight. Wenn ihr jetzt den Blur Exterminator installiert habt, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe, dann findet ihr den hier unter Blur Exterminator. Diese Prozesse sind alphabetisch geordnet. Dann können wir ihn mal aufrufen. So sieht das Ding aus. Und man kann hier unten immer jeweils ein Reset ausführen. Und das sind also die Standard-Einstellungen des Blur Exterminators. Ich habe euch jetzt hier mal ein paar Aufnahmen vorbereitet. Wir können hier mal reinschauen. Da haben wir zum Beispiel NGC 281. Und das Ganze wurde mit einem Duo Narrowband Filter aufgenommen. Ich mache mal kurz diese Preview hier weg. Und wir sehen, das Bild ist zwar linear, aber ich habe es hier vorab schon mal gestretched mit der sogenannten Screen Transfer Function. Und ja, das mache ich jetzt einfach nochmal, löse die nochmal aus. Und zwar mache ich dazu dieses Häkchen hier weg, dann wird das farbneutraler alles dargestellt.
Um jetzt eine Schärfung oder Deconvolution gut zu beurteilen, empfiehlt es sich, das Bild irgendwie nicht maximal zu stretchen. Das können wir dann hier einstellen, indem wir hier jetzt doch wieder Link RGB Channels machen, mit dem Pluszeichen hier einmal in dieses Feld hier oben reinklicken. Jetzt sehen wir hier die Regler für links, das ist der Schwarzwert, und hier rechts, das ist der Mittenregler. Wenn ich den jetzt mal hier so runterdrehe, dann bekommen wir eine kontrastreichere Darstellung, kann den Schwarzpunkt auch so ein bisschen runtersetzen, ja, damit der Hintergrund irgendwie normal aussieht, so ungefähr. So, damit es alles ein bisschen schneller geht, um auch zu beurteilen, wie gut diese Einstellungen hier funktionieren, kann man Previews machen. Das geht, indem man hier oben einmal auf dieses Ding drauf klickt, und jetzt suche ich mir hier mal durch Drag and Drop oder durch Ziehen einfach einen Bereich aus. Diesen Bereich hier, da sind sehr viele Details drin, und da möchte ich mal schauen, wie dann der Blur Exterminator hier funktioniert. Und dann können wir das uns mal anschauen. So, zuerst mal stellt man fest, dass es zwei Felder gibt mit jeweils zwei Reglern, möchte ich mal sagen. Stellar Adjustments, also da geht es um die Einstellung, was die Sterne angeht. Und Non-Stellar Adjustments, da geht es also um Details in den Nebeln oder Galaxien. Ich kann diese beiden Dinger zusammen machen, das ist auch quasi die Default-Einstellung. Um es aber jetzt zu erklären, werde ich erstmal hier diesen Regler auf 0 setzen und das Häkchen wegmachen, das auf 0 setzen. Dadurch habe ich diese Non-Stellar Adjustments jetzt deaktiviert. Wir können uns erstmal nur um die Stellar Adjustments kümmern. Es gibt hier zwei Schieberegler. Einmal gibt es hier Sharpen Stars und der macht genau das, was der Name auch sagt, schärft die Sterne. Also die Default-Einstellung ist 0,25. Stelle ich diesen Wert höher ein, werden die Sterne mehr geschärft. Stelle ich den weniger ein oder sogar auf 0, werden die weniger oder gar nicht geschärft. Dieser Default-Wert von 0,25, der liefert für meinen Geschmack dabei sehr gute Ergebnisse. Stellt man das höher, dann bekommt man sehr schnell eine unnatürliche Wirkung. Und insbesondere dann, wenn man wie hier, diese Aufnahmen sind mit sehr langen Brennweiten gemacht. Das ist 1850 mm Brennweite, die hier verwendet wurde. Ja, da kann es eben auch sein, dass am Ende nach dem Schärfen um den Stern herum ein Bereich ist, der ist völlig strukturlos und das sieht auf jeden Fall unnatürlich und komisch aus. Mein Tipp also, lass diese Default-Einstellung so. Höhere Werte sehen schnell unrealistisch und kitschig aus, aber da müsst ihr auch mal so ein bisschen mit experimentieren. Es kann passieren, dass dunkle Halos um die Sterne entstehen und da kommt der zweite Regler unter Umständen ins Spiel. Zeige ich euch jetzt gleich im nächsten Schritt. Ja, bei eben diesem zweiten Regler Adjust Star Halos, da geht es um die Halos, also um das Ausfransen der Sterne, ja, wie diese in diese Umgebung übergehen. Auch hier ist es so, ja, macht eigentlich auch das, was der Name sagt. Geringere Werte machen ein engeres Halo, das Ganze sieht dann sehr viel geschärfter aus. Und erhöht man diesen Wert, dann werden diese Halos ganz weich und zart. Und wenn man jetzt zum Beispiel so dunkle Ringe um die Sterne bekommt, dann kann man diesen Wert mal erhöhen und dann kann man das damit so ein bisschen kompensieren. Wenn ihr zum Beispiel mit diesem ersten Regler Sharpen Stars die Sterne sehr stark schärft, dann könnt ihr eventuell mit Adjust Star Halos, wenn ihr diesen Wert dann höher schraubt, ein bisschen höher schraubt, könnt ihr dem Ganzen einen etwas natürlicheren Look geben. Dann sieht es nicht so aus, als wäre es so stark geschärft. Was auch interessant ist, ist, wenn Sterne ausgebrannt sind, dann kann man natürlich irgendwie das Halo noch ein bisschen betonen. Und dann kommt auch bei einem ausgebrannten Stern dieses Sternhalo oder die Sternfarbe besser zum Vorschein. So, ich habe jetzt diese Non-Stellar Adjustment mal ausgestellt. Wir schauen uns einfach mal die Wirkung nur von diesen zwei Reglern in den Default-Einstellungen an. So, jetzt ist er durchgelaufen. Mit diesem kleinen Feld hier oben kann ich bei den Previews ein Undo-Redo machen. Und ihr seht, die Details wurden gar nicht verändert jetzt. Ja, man sieht hier, irgendwie es wurde nichts geschärft, aber die Sterne sehen deutlich anders aus. Ja, die wurden verkleinert. Und das sieht so, wie gesagt, mit diesen Default-Einstellungen ist das schon eine beachtliche Reduzierung der Sterngrößen. Sieht für mich ganz gut aus. Nur ganz ehrlich, also um nur das zu machen, muss man jetzt nicht den
Blur Exterminator kaufen. Da gibt es auch irgendwie ein Dutzend andere Methoden, das zu erreichen. Aber trotzdem, ich wollte euch ja jetzt nur mal demonstrieren, wie das aussieht. Ihr seht, die Sterne scheinen so ein bisschen eiförmig in eine Richtung wegzugehen. Und deswegen hat man den Eindruck, dass jetzt durch dieses Tool hier die Sterne alle so ein bisschen nach links unten gezogen werden. Aber die Sternschwerpunkte, wenn man der Dokumentation glauben darf, bleiben erhalten. Es sieht, macht aber so ein bisschen den Effekt, als würde alles so ein bisschen nach links unten gezogen. Ja, beeindruckender Effekt. Jetzt können wir uns auch mal anschauen, was passieren würde, wenn man es hier übertreibt. Ich habe jetzt mal diese Preview kopiert. Und jetzt können wir hier zum Beispiel mal irgendwie Sharpen Stars auf einen ganz hohen Wert stellen. Zum Beispiel so, ja. Und können diesen Adjust Star Halos mal runtersetzen. Und da würden wir jetzt gleich erwarten, dass wir sehr kleine und sehr harte, ausgestanzte Sterne bekommen. So, fertig ist das Ganze und ihr seht, das sieht jetzt ja einfach übertrieben und unnatürlich aus. Ich mache nochmal vorher, nachher die Sterne werden unrealistisch klein und sie werden auch irgendwie ganz hart und ausgestanzt. Also seid einfach vorsichtig mit den Reglern, das sieht unnatürlich aus, das glaubt euch kein Mensch, dass das irgendwie gut aussieht. Im Gegenteil, dann eher, wenn ihr sowas macht, also wenn ihr unbedingt so kleine Sterne haben möchtet, dann stellt diesen Wert hier eben auch hoch. Macht das dann so. Und das gucken wir uns auch noch schnell an. So, fertig ist das. Wir gucken uns nochmal vorher nachher an. Also die Sterne werden jetzt mit diesen Einstellungen wesentlich kleiner, aber es ist nicht so hart. Die Sterne sind nicht so hart. Sie gehen ein bisschen weicher in die Umgebung rein. Das liegt also dann hier an diesem Regler. Ja, nichtsdestotrotz, ich setze das mal wieder alles zurück hier auf die Default-Einstellung. Und ich habe meine Erfahrung gemacht, bisher zumindest, dass wenn ich diese Werte hier einfach auf den Default-Einstellungen lasse, dann werden die Sterne verkleinert, aber es sieht noch einigermaßen natürlich aus. Probiert damit rum, aber um Gottes Willen übertreibt es nicht. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen interessanten Teil, nämlich zur Non-Stellar Adjustments. Ich lasse jetzt hier oben diese Einstellungen mitlaufen. Das heißt, wenn wir gleich schärfen, dann werden die Sterne auch mit verkleinert und zwar mit den Default-Einstellungen. So, erster Punkt ist hier das Häkchen bei Automatic PSF. Das ist immer gesetzt, das ist die Default-Einstellung. Bei der Automatic PSF ist es so, dass automatisch die sogenannte Point Spread Function oder abgekürzt PSF aus den Sternen berechnet wird. Und das nicht nur lokal oder global übers Bild, sondern lokal in kleinen Bildsegmenten von 512 x 512 Pixeln. Diese Default-Einstellung mit der Automatic PSF ist sehr sinnvoll. Aber was logischerweise dann der Fall sein muss, ist, dass in allen Bildteilen auch Sterne zu sehen sein müssen. Wenn der Blur Exterminator irgendwo keine Sterne findet oder zu wenig Sterne findet, dann versucht er aus anderen Bildinformationsteilen eine PSF zu erstellen. Das kann dann in die Hose gehen, beziehungsweise es kann zu Überschärfungen führen, es kann zu Artefakten führen und es kann auch dazu führen, dass in einigen Teilen des Bildes mehr geschärft wird als in anderen Teilen des Bildes. Das ist also alles so ein bisschen merkwürdig. Jetzt könnte man aber auch sagen, kommt ja nicht vor, dass man in manchen Bereichen keine Sterne hat, aber doch, es kann vorkommen, zum Beispiel bei Dunkelnebeln, Objekten in der Milchstraße kann das schon mal vorkommen. Ihr seht ja hier zum Beispiel, gibt es große Bereiche, wo keine Sterne sichtbar sind. Wenn das der Fall ist, dann ist es ratsam, dieses Häkchen wegzunehmen und dann wird dieser Reiter hier oder dieser Bereich aktiviert, PSF Diameter, also Point Spread Function Durchmesser in Pixeln. Hier muss man also dann ja quasi von Hand eine Sterngröße bzw. einen FWHM-Wert eingeben und zwar in Pixeln. Und ja, dazu müsst ihr aber erstmal bestimmen, wie die FWHM-Werte in Pixeln in euren Aufnahmen sind. Das weiß ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht bei diesem Bild. Müsste ich also erstmal rausfinden. Es gibt jetzt nicht wirklich ein Tool in Pixelzeit, glaube ich zumindest, was das gut kann. Also mir ist keins zumindest bekannt. Wenn es jemand von euch weiß, dann sagt mir das. Es geht aber über den Prozess Subframe Selector. Der Subframe Selector, der spuckt euch FWHM-Werte aus. Und dann könnt ihr euch daran orientieren. Ich schaue aber gerade mal auch, ob es ein Skript gibt. Es gibt hier FWHM Eccentricity.
probiere ich mal. Okay, das müssen Graustufenbilder sein. Ist mir jetzt zu blöd. Hier würde aber ein Median-FWHM-Wert ausgegeben werden. Okay. Nur zur Erklärung. Also, den bräuchtet ihr, wenn ihr euch also aus irgendeinem Grund entscheidet, das hier abzuwählen, dann bräuchtet ihr den FWHM-Wert in Pixeln und müsstet den hier zumindest als Ausgangswert, als Startwert einstellen. Ihr könnt dann noch ein bisschen damit experimentieren und gucken, wie die Ergebnisse nachher sind. Auch solltet ihr zum Beispiel mit Blur Exterminator Sonnenaufnahmen, Mondaufnahmen oder Planetenaufnahmen schärfen wollen, dann müsst ihr das auch auf diesem Weg machen, weil natürlich dann automatisch keine PSF gefunden werden kann. Dann müsst ihr also durch eine Aufnahme eines Sternfeldes erstmal den FWHM-Wert eures Teleskop-Kamera-Setups bestimmen. Den müsst ihr dann hier eintragen und dann könnt ihr auch Mondplaneten und Sonnenaufnahmen schärfen. Da ich sowas sehr, sehr, sehr selten mache, beziehungsweise die Aufnahmen, die ich habe, da jetzt nicht die entsprechenden FWHM-Werte mache, überspringe ich das hier mal einfach. Aber steht so in der Doku, sei erwähnt. Ich stelle das jetzt wieder auf Automatic PSF, gehe nämlich davon aus, dass es bei meinem Bild sehr gut funktioniert. So, dann haben wir hier den Regler Sharpen Non-Stellar, also im Gegensatz zu den Sterngrößen bzw. den Sternschärfungen werden hier also die nicht-stellaren Details, also hier unsere Nebelkanten, dieser Dunkelnebel hier und was weiß ich alles, das wird mit diesem Regler geschärft. Der geht von 0, da wird, passiert dann gar nichts, bis 1, das ist die maximale Schärfung. Geht dieser Regler und da steht defaultmäßig auf 0,9. So, ich löse das jetzt einfach mal aus, ohne weiteres Gequatsche. Wir gucken uns das Bild danach an. So, und das ist ja der große Moment, der große Wow-Augenblick. Ich mache mal vorher und nachher und wir sehen, hier findet eine Schärfung statt oder eine Deconvolution statt. Von Bilddetails, zum Beispiel hier an diesem Fingerfortsatz oder auch hier an diesem Dunkelnebel oder hier dieser kleine Dunkelnebel. Ich mache nochmal vorher, nachher in einem sehr beeindruckenden Maße. So, jetzt kommt ein bisschen Erfahrung. Ich habe mit der herkömmlichen Deconvolution sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren und habe so ein Ergebnis mit der herkömmlichen Deconvolution noch nicht erzielen können. Aber bei diesem Bild sieht es irgendwie noch einigermaßen natürlich aus. Ich würd nicht sagen, dass es unnatürlich aussieht, aber jetzt gehen wir einfach mal zu einer Galaxie und schauen uns das da an. So, das ist NGC 3628, ja, gestackt, Gradienten entfernt, mehr ist an dem Bild nicht gemacht. Ich mache eine kleine Vorschau und zwar hier einmal um die Galaxie herum. Und dann gehe ich auch hier wieder hin und spiele, ja, ich mache das nochmal kurz rückgängig, und spiele mal ein bisschen mit dem Mittelwert rum, ja, damit wir besser sehen können, was hier eigentlich passiert. Vielleicht den Hintergrund ein bisschen heller. Jetzt nehme ich mal die gleichen Einstellungen und ziehe diese auf das Bild hier. So, fertig ist es. Wir machen mal ein Vorher-Nachher. So, und ja, das ist auf den ersten Blick alles sehr beeindruckend. Gut und schön. Aber nochmal, aus der Erfahrung mit der herkömmlichen Deconvolution würde ich sagen, so ein Ergebnis ist mit einer normalen Deconvolution gar nicht erreichbar. Oder ich habe das noch nie geschafft, zumindest sowas hinzubekommen. Und wenn ihr schon mal eine herkömmliche Deconvolution gemacht habt, dann kennt ihr spezielle Bildartefakte. Und zwar sind das immer so kleine weiße Linien, die oft so neben den Objekten herlaufen. Sieht ganz komisch aus. Wenn ihr das mal gesehen habt, wisst ihr genau, was ich meine. Ansonsten sagt ihr jetzt wahrscheinlich, hey, was meinst du denn? Aber hier in diesem Bereich, das sieht irgendwie artefaktisch aus. Und das sieht irgendwie nach Dekonvolutionsartefakten auch aus. Auch hier unten diese kleine Kette. Das sieht mir nach Artefakten aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in meinen Experimenten festgestellt, dass ich diesen Regler ungefähr auf einen Wert von 0,5 stellen muss. Und dann sieht das für mich alles eher glaubwürdig aus. So, und das mache ich mal. So, also mit der Einstellung 0,5 sieht das Ganze so aus, vorher, nachher. Und das entspricht mehr dem, was ich mit einer normalen
Deconvolution auch erreichen würde. So, und deswegen ist das für mich irgendwie ein Punkt, wo ich sage, für mich wäre es toller gewesen, wenn dieser Regler genau wie die anderen Regler auch auf der Mitte in als Default-Einstellung sitzen würde und nicht bei 0,9. Ich glaube, das ist einfach Marketing, dass der auf 0,9 steht. So. Eine Frage ist auch noch, ob das wirklich den Grad der Schärfung hier bestimmt oder ob das nicht einfach ein Mix-Slider ist. Also ob in Wirklichkeit nicht die ganze Zeit ein Bild erzeugt wird mit voller Power hier und dieser Regler einfach nur eine Mischung zwischen dem nicht geschärften und dem voll Power geschärften Bild einstellt. Ja, könnte man auch mal drüber philosophieren. So, dann gibt es hier noch drei Options. Das sind sozusagen, ja, so Bequemlichkeit-Options. Correct Only, was heißt das? Der Blur Exterminator, der kann tatsächlich im begrenzten sozusagen Guiding-Fehler, also irgendwelche Bewegungsunschärfen, Eiersterne, Astigmatismus, Koma, ungleiche Sterngrößen in den verschiedenen Farbkanälen, also der Blaukanal ist aufgebläht und so, leichte chromatische Aberration, das kann der alles irgendwie korrigieren. Und diese Korrektur findet schon statt, während wir hier einfach das Ding im Normalen ausführen. Jetzt heißt es in der Doku, aber es können unter Umständen bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn man erst nur diese Korrekturen macht und dafür ist dieses Häkchen, ja, dann werden diese Effekte korrigiert und im Anschluss dann nochmal die normale Deconvolution durchführt. Und ja, das Komische ist aber, dass es dann jetzt hier noch einen zweiten gibt, Correct First, und damit wird das, was ich gerade gesagt habe, genau in einem Durchgang gemacht, also erst werden diese komischen Bildfehler korrigiert, dann wird geschärft. Das könnte man damit machen. Ja, die Begründung ist, dass es halt zu besseren Ergebnissen unter Umständen kommt, wenn man das, diese Korrekturen zuerst macht. Dann gibt es hier noch das Non-Stellar, Then Stellar. Da wird also das Non-Stellare, die Non-Stellare Schärfung, also das von den Details in Gasnebeln und Galaxien zuerst gemacht. Dann werden die Sterne geschärft. Das kann vorteilhaft sein, vor allen Dingen bei Galaxien. Wenn ich jetzt hier nochmal kurz irgendwie rückgängig mache, achtet mal darauf, die Sterne vor solchen Galaxien, das kann immer ein bisschen unnatürlich aussehen, komisch aussehen. Und dann kann es von Vorteil sein, wenn man das macht, also in der Reihenfolge, dass erst die non-stellaren Details geschärft werden, dann die stellaren. Da steht in der Doku ist Ausprobieren angesagt. Ich habe es mal ausprobiert. Ja, und dann ist manchmal so, dass man sagt, ja, sieht tatsächlich besser aus. Und das sind aber kleine Nuancen. Aber könnt ihr ja selber mal ausprobieren. So, ich habe auch ein fertiges Bild. Das habe ich mit dem Blur Exterminator bearbeitet. Und ja, man sieht irgendwie ganz ordentliche Details. Die Sterne sind kleiner. Ich habe es mit den Einstellungen, die für mich Default sind, nämlich mit 0,5 gemacht. Und hier wird trotzdem schon in der Galaxie ordentlich was rausgeholt. Ja, und das ist aber für mich schon wirklich Maximum oberste Grenze. Okay, abgesehen von der ganzen Diskussion, die es um dieses Plugin jetzt schon gegeben hat in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen noch geben wird, ja, rate ich zur Vorsicht mit dem Plugin. Ja, wenn ihr es benutzt, dann ja, haut nicht zu sehr rein, dreht nicht zu sehr an den Reglern, übertreibt es einfach nicht. Das sieht unrealistisch aus. Das werden erfahrene Astrofotografen auch sofort sehen, wenn ihr es da übertreibt, weil es einfach nicht realistisch ist. Im Übrigen ist das nicht nur meine Rede, sondern das schreibt auch Russell Crowman selber in seiner Anleitung, dass es verführend ist oder verführerisch ist, mit so einem neuen Werkzeug jetzt irgendwie die Regler auf Anschlag zu ziehen. Das wird sich alles einpendeln. Wir werden jetzt am Anfang Bilder sehen, die sehen vielleicht ein bisschen komisch aus und dann wird sich das mit der Zeit alles ja relativieren, bin ich eigentlich ziemlich sicher. War immer mit Tools so, wenn es neue Tools gab, die irgendwas besonders toll konnten, dann gab es immer so das übers Ziel hinausschießen. Das hat sich dann alles nach einer Zeit geregelt. Russell Crowman sagt einen sehr schönen Satz, den ich schon von einem Astrofotografen kenne, ja, bestimmt schon seit 15, 20 Jahren, der das in seinen Tutorials schon ganz früher immer gesagt hat. So ein Werkzeug ist wie ein Skalpell. Man kann damit Leben retten und man kann damit aber auch Menschen töten. Und genauso kann man es eben auch, kann ein Bild versauen oder man kann es irgendwie ein bisschen besser machen. So. Es gibt einen schönen Satz, den der Russell Crowman da sagt in seiner Dokumentation. Als Schlusswort möchte ich den einmal vorlesen. Also, die Verarbeitung unserer fotografischen Daten liegt in unseren Händen.
Es liegt an jedem von uns, ob unsere endgültigen Bilder, originalgetreue Darstellungen der Realität oder groteske, überarbeitete Fantasiebilder sind. Schöner hätte ich das gar nicht sagen können. Und ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der dieser Meinung ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.